Januarlektüren Teil 1. Das sind die drei Bücher, die ich heute bespreche. Ich werde vielleicht noch einen zweiten, vielleicht sogar einen dritten, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Teil drehen, denn es gibt noch zu Genüge andere Bücher, die ich in diesem Monat gelesen habe. Ganz unauffällig zeige ich sie mal. Ich möchte beginnen mit Patrick Süskind. Ich bin ja so froh, mit Patrick Süskind endlich einen deutschen, souveränen Erzähler gefunden zu haben, dessen Romane, naja, es gibt nur einen Roman, ihr kennt ihn alle, das Parfum, wie auch dessen Novellen und Erzählungen, die ich bislang nicht kannte, von gleichbleibender, unübertroffener sprachlicher Qualität sind. Ich benutze Superlative nicht oft und es ist vielleicht auch ein Fauxpas, sie diesmal zu verwenden. Aber warum sage ich das? Also, es ist vielleicht ein Fauxpas, weil mir viele großartige Stilisten entgangen sind, ja? Aber ich sage das, weil Süskinds Sprache so wunderbar klassisch ist, gerade in diesen Zeiten, in Zeiten von Hauptsatzgeklöppel in Staccato, was man dann ganz gerne Avantgarde nennt, oder existenzielles Schreiben, um dem Ganzen so ein seriöses Antlitz zu verleihen und zu verhehlen, dass die Sprache in den meisten Fällen alles andere als kunstvoll, also unliterarisch ist. Bei Süskind finden wir aber noch ein konserviertes Deutsch, so scheint mir. Ich sag damit gar nicht, dass er ungewöhnlich schreibt, ganz im Gegenteil. Er hat eigentlich die schlichte Eleganz des 19. Jahrhunderts absorbiert. Heutzutage wollen wir ja immer unsere irgendwie eigenen, individuellen Stile erfinden, entwickeln, kultivieren. Süskind scheint, als wäre er irgendwie aus dem 19. Jahrhundert wieder auferstanden und in unsere Zeit versetzt worden. Deshalb habe ich nie so recht verstanden, warum sein Werk der Postmoderne zugerechnet wird. Ich habe zwei Novellen von ihm gelesen. Einmal Die Taube, als auch Die Geschichte von Herrn Sommer. Beide Bücher lassen sich im Übrigen in einem Nachmittag weglesen. In beiden Novellen begegnen wir seltsamen Akteuren, Außenseiterfiguren mit für uns teilweise ganz abseitigen Problemen, die so liebevoll beatmet werden. In Die Taube begleiten wir einen Soziophoben, Jonathan Noel heißt er, bewohnt eine winzige Mansarde an einem Flur, wo noch viele andere Wohnungen angrenzen, in Paris der 80er Jahre, ich glaube er ist Mitte 50 etwa, Wachmann einer Pariser Bank, so weit so normal. Sein Alltag folgt nun einem penibel getakteten Plan. Dann und dann aufstehen, dann und dann auf Toilette gehen, vorher natürlich durch die Tür lauschen, ob nicht jemand vielleicht schon auf dem Gang ist, denn er erinnert sich an eine grausige Begegnung vor 25 Jahren, als er mal mit jemandem, einem seiner Nachbarn, vor dem Toilettenhäuschen aufeinander gestoßen ist. Sowas will er nicht wieder erleben müssen. Also, 7:55 das Haus verlassen, 7:45 an der Bank sein, wo er im Grunde nur ununterbrochen auf derselben Stelle steht. Er hat mal ausgerechnet, bei seiner Pensionierung wird er etwa 85.000 Stunden auf derselben Stelle gestanden haben. Damit wäre er vermutlich Rekordhalter in ganz Frankreich. Im Übrigen bemerken wir im Laufe des Buches, wie schambehaftet dieser Jonathan eigentlich ist. Und dass das vielleicht ein Phänomen unserer Zeit ist, ein Phänomen der Moderne, diese krankhafte Ausprägung eines Schamsensoriums, aber dazu vielleicht gleich noch. Also alles in seinem Leben ist kalkuliert, geplant, berechnet, da ist kein Platz für Überraschungen, bis eines heißen Augustmorgens, als er die Türe zu seinem Zimmer öffnet, eine Taube vor seinem Zimmer hockt. Unser Jonathan kann nicht fassen, was er sieht. Er schlägt die Tür wieder zu, flüchtet schweißüberströmt zurück ins Bett, hat Schnappatmungen, aber er glaubt, er hat keine Symptome eines Herzinfarktes, stattdessen zieht er sich Winterklamotten an. Na, wir haben den heißesten Tag im Jahr oder so. Aber unser Jonathan ist eben tierscheu, kontaktscheu und tierkontaktscheu. Und irgendwie muss er ja an der Taube vorbei. Im Übrigen ist für ihn von vornherein klar, er muss sich ein Hotelzimmer mieten. Denn seine kleine Wohnung, die für ihn der Ort der Geborgenheit war, fiel einem Attentat zum Opfer. Diese Taube hat eine Effektwirkung in seinem Leben. Sein Leben gerät mit einem Mal aus seiner wohlgeordneten Bahn. Sein Tag geht schief, bei der Arbeit ebenso. Seine regulierte Psyche, die er jahrzehntelang in Schach gehalten hat, unterdrückt hat, diese unterdrückten Gefühle strömen empor und die stabile Konstruktion, die sein Leben war, gerät ins Wanken. Er hat abwechselnd Versagensängste, Panik, Schamgefühle, am Ende nur noch triefenden Hass auf alles, was ihn umgibt. Und wie es dem Autor nun gelingt, dass Innenleben dieser krankhaft introvertierten Person so lebendig auszustaffieren, zu illustrieren, in einer bildgewaltigen Sprache, die sich nicht davor scheut, auszuufern, über die Stränge zu schlagen. All das muss man eigentlich selbst erfahren. Das kann keine Nacherzählung dieser Welt einfangen.
So, dass das Buch eigentlich Züge eines Thrillers annimmt, eines parodistischen Thrillers. Natürlich liest man das Buch genau so, mit einem ironischen Blick. Das Buch ist durchdrungen von Komik, gerade weil der Erzähler die Probleme seines Helden 100 oder seines Anti-Helden 100%ig ernst nimmt und uns als Lesern völlig klar ist, ein Hosenbein, das man sich an einer Parkbank aufreißt, ist nicht nur ein aufgerissenes Hosenbein, es ist der Weltuntergang schlechthin. Für dieses Individuum, das sich bereits schämt, in der Öffentlichkeit zu essen oder auch nur angeschaut zu werden, stellt es die größte Schmach auf Erden dar, zerlumpt durch eine Straße zu laufen. Und so balanciert die Geschichte auf einem schmalen Grat zwischen mitleidvoller Empathie und Komik, die aus der gesunden Distanz, die wir ja doch zu der Figur haben, entspringt. Die Geschichte von Herrn Sommer schließt sich dem weitestgehend an. Auch diese Novelle über einen Ich-Erzähler, der irrwitzige Episoden aus seiner Kindheit rekapituliert, in denen immer ein gewisser Herr Sommer eine Rolle spielt, der von morgens bis abends unterwegs ist, durch Ortschaften läuft, rastlos, getrieben, immer mit Spazierstock und Wanderrucksack ausgestattet. Man vermutet, er ist klaustrophobisch, er hält es nie in seinem Zimmer aus, deshalb muss er ständig das Weite suchen. Das Leben unseres Ich-Erzählers ist verknüpft mit den Begegnungen von mit diesem Herrn Sommer. Also es ist nicht die Geschichte von Herrn Sommer, sondern eigentlich die Geschichte dieses Ich-Erzählers anhand von Begegnungen mit Herrn Sommer. Speziell dieses Buch lebt von den Episoden. Es sind manchmal nur ganz kurze Szenen, für die sich die Lektüre bereits lohnt. Ich kann euch eine Handvoll hinreißende Szenen jetzt wiedergeben. Ich belasse es vielleicht bei einer. Unser Ich-Erzähler, der im Übrigen ähnlich rational denkt wie der Erzähler in der Taube. Ja, also er leitet die einzelnen Kapitel immer damit ein, dass er seine Maße nennt, Gewicht in Kilogramm, Länge in Zentimetern. Jedenfalls will er sich einmal vom Baum stürzen, klettert 30 Meter eine Rotbuche hinauf, weil, ach, die Welt doch so ungerecht mit ihm Zehnjährigen ist. Von der Klavierlehrerin wird er angeschnauzt, weil er im entscheidenden Moment nicht die Taste drücken konnte, die er eigentlich hätte drücken müssen, weil sich auf jener Taste ein Rotzepopel befunden hat, der zuvor in der Nase der Klavierlehrerin gesteckt hat. Jedenfalls sieht er dann, während er da oben sitzt und sich jeden Moment runterfallen lassen möchte, den Herrn Sommer rasten, zitternd, schnappatmet, wie er sein Butterbrot in sich hineinstopft. Und da wird ihm klar, dieser Mann ist Zeit seines Lebens auf der Flucht vor seinem Tod. Und er will sich nun ja in den Tod stürzen wegen eines Rotzepopels. Wie lächerlich ist das denn? Es ist eine großartige Szene. Und diese Szenenhafte begründet auch die Tatsache, dass Süskind ein sehr ja, bekannter und erfolgreicher Theaterschreiber ist, Drehbuchschreiber ist. Also der Kontrabass ist sogar noch vor dem Parfum geschrieben worden, 1984, wenn ich mich recht entsinne. Und es ist, glaube ich, das erfolgreichste europäische Theaterstück überhaupt. Und da gibt es noch eine Komödie mit Helmut Dietl zusammen. Dieses Buch habe ich aus dem Grund gelesen, da ich neugierig auf die russische Gegenwartsliteratur war. Ganz ehrlich, wir kennen großartige Klassiker der russischen Literatur, aber was da gegenwärtig so abläuft, da sind wir irgendwie nicht informiert, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, ob es an den Autoren liegt oder woran es genau liegt. Jedenfalls enthält dieser Text irrsinnig viele Referenzen, hypertextuelle Referenzen auf Texte der klassischen russischen Literatur. Hypertextuell meint, es wird nicht direkt zitiert, aber die Struktur ähnelt wie eine Folie einem Text darunter, eben dem Hypotext. Aber es gibt natürlich auch intertextuelle Referenzen. Der Titel allein, Metiel, der Schneesturm im Deutschen, der beflissene Puschkin-Kenner wird wissend nicken. Es gibt eine Novelle von Puschkin mit demselben Titel, eine von Bulgakow gibt es auch und eine von Tolstoi. Von letzterem gibt es eine Erzählung mit dem Titel Herr und Knecht und als eine Hommage an diese Erzählung lässt sich das ganze Buch lesen. Die Konstellation ist nämlich recht ähnlich. Ein Arzt, bei Tolstoi ist, glaube ich, ein Geschäftsunternehmer oder ein Grundstücksunternehmer. Hier ist es ein Arzt, Platon Iljewitsch Garin, heuert einen Kutscher an, der immer nur Krechts genannt wird. Eigentlich heißt er Kosma. Er soll ihn in ein Dorf Dolgoje bringen, wo die bolivianische Pest wütet und der Arzt hat einen Impfstoff bei sich, den er an die Befallenen verimpfen muss. Weshalb der Arzt den Kutscher ständig dazu drängt, schneller zu fahren und so wenig wie möglich Pausen einzulegen. Der grundlegende Unterschied zur Erzählung von Tolstoi besteht nun darin, na sagen wir ab dem Punkt, wo wir merken,
Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Etwa wenn Pferde auftauchen, so groß oder so klein wie Hühner. Riesenmenschen, 6 Meter hoch. Riesenpferde, so groß wie zweistöckige Häuser. Ein Radio, das ein Hologramm in die Luft wirft. Kurz gesagt, wir befinden uns in der Zukunft, in einer nicht näher bestimmten Zukunft. So will es zumindest der Klappentext. Ich hab doch da meine Zweifel. In Wirklichkeit ist doch die Welt, die Sarokin erschafft, eine imaginäre. Mit einer imaginären Zeit. Wer sagt uns denn, dass wir uns in der Zukunft befinden, nur weil wir die Welt darin nicht wiedererkennen? Ich glaube, es ist gar nicht Sarokins Absicht, eine düstere Prognose, eine realistische Dystopie der Menschheit oder auch nur der russischen Gesellschaft zu geben, sondern es ist ein rein literarisches Spiel. Ja, das Radio ist natürlich keine plausible Zukunftstechnologie. In Sarokins Welt, die keinen Anspruch auf Plausibilität erhebt, schon. Es werden also Vergangenheit und Zukunft auf merkwürdige Weise miteinander verdrahtet und herauskommt aber nicht, wie man meinen könnte, unsere Gegenwart, sondern etwas sehr Skurriles. Natürlich fragt man sich zuallererst, welche Absicht verfolgt der Autor damit. In Kritiken habe ich gelesen, das Buch sei eine bissige Satire auf die gegenwärtige russische oder politische Situation in Russland. Da will ich doch die Gegenfrage stellen, wo denn? Ja, also beim besten Willen, ich habe da nichts entdecken können. Vielleicht entgehen mir auch offenkundige Anspielungen, aber ich habe eine russische Person gefragt, die konnte mir das bestätigen. Vielleicht. Gut, es kommen kleine und große Menschen vor. Ne? Man könnte sagen, Putin ist ein kleiner Mensch und möchte gerne ein großer sein. Aber vielleicht ist die Politsatire, also die Interpretation einer Politsatire, auch nur eine deutsche, interessengeleitete Projektion auf diesen Text. Denn auf der Rückseite des Buches lese ich, Sarokin sei der bedeutendste russische Autor unserer Zeit. Das traut sich auch nur ein deutscher Verlag zu schreiben. Möglicherweise will man ihn deshalb so mögen, weil unsere russlandkritische deutsche Sicht mit Sarokins Ansichten der Kreml-Kritiker ist sehr gut vereinbar. Das machen wir uns nichts vor. Die Literatur ist durchpolitisiert. Wobei an der Stelle gesagt werden muss, die meisten russischen Literaten sind Gegner der derzeitigen Politik dort. Da steht also schon ein berechtigtes Anliegen dahinter. Ganz klar. Das Einzige ist, dass am Ende Chinesen auftauchen und Sarokins Prophetie besteht schon seit Jahren darin zu sagen, die Chinesen werden irgendwann Russland erobern. Und erst sehr viel später ist mir klar geworden, dass noch eine ganz andere Referenz deutlich wird. Neben Puschkin, Tolstoi, Gogol. Eine Referenz, auf die die klugen Kritiker aber nicht gekommen sind. Die Odyssee. Wir haben es nämlich mit einer Irrfahrt zu tun. Das sollte ich noch dazu sagen. Ne? Die beiden, der Arzt und der Kutscher, Platon und Krechts, geraten in einen Schneesturm, kommen ständig vom Weg ab, landen im Straßengraben, weil die Straße verweht ist, frieren sich halb zu Tode, müssen Unterschlupf suchen, dort und dort und ja, am Ende kommen sie nicht an ihrem Ziel an. So, das ist vielleicht ein Unterschied zu der Odyssee. Aber einmal gelangen sie an Dopaminira. Einmal gelangen sie an Dopaminira, die dem Arzt eine Droge verabreichen und anschließend ihn dazu überreden wollen, doch die Nacht noch bei ihnen zu verbringen. Mit dem Odyssee-Filter erkennt man darin natürlich die Lotusesser mit ihrer Lotusbeere. Denken wir an Kalypso, die Odysseus 7 Jahre lang zu ihrem Geliebten macht, dann kommen wir recht schnell auf die Müllerin in diesem Buch, mit der Platon eine heftige Liebesbeziehung hat, die eine Nacht lang weilt, dauert, die auch nur sexueller Natur ist. Bei Homer wird Polyphem, dem einäugigen Riesen, dem Zyklopen, ein Auge ausgebrannt. Hier wird einem Riesen die Nase abgehackt. Odysseus muss ständig an seine Penelope in Ithaka denken, so wie Platon an seine Geliebte. Das Irren von Odysseus auf dem Wasser, das Irren der beiden auf gefrorenem Wasser. Die Stürme, die Poseidon Odysseus hinterherjagt und der nie enden wollende Schneesturm hier. Odysseus kommt ständig vom Weg ab, so wie die beiden. Also man könnte noch eine ganze Zeit lang so weitermachen. Worauf ich hinaus will, dadurch, dass die schriftstellerische Ambition von Sarokin nicht darin besteht, einen eigenständigen, gut erzählten, soliden Text zu schreiben, sondern nur darin, unzählig verschiedene Versatzstücke miteinander möglichst kunstvoll zu montieren, dem Text Easter Eggs unterzujubeln, wie ich hoffentlich deutlich genug gemacht habe, fehlt dem Text etwas Wesentliches, eine grundlegende Qualität. Er lebt nicht. Ihm fehlt die erzählerische Bannkraft, so will ich es mal nennen. Das Einzige, was hieran vielleicht lebt, ist der Schneesturm. Vielleicht sollte man zur genre-technischen Einordnung noch dazu sagen, dass Sarokins Werk insgesamt dem Moskauer Konzeptualismus zugerechnet wird. Und ich werde einfach mal ein paar Sätze aus dem Wikipedia-Artikel dazu vorlesen.
Ich habe jetzt hier gerade meinen Laptop auf dem Schoß. Ich lese euch mal vor. Die Literatur des Moskauer Konzeptualismus ist von starker Intertextualität, Intermedialität und einer Ablehnung des sowjetischen Kunstverständnisses geprägt. Durch Methoden wie Intertextualität und Zitation kann der Urheber nicht mehr eindeutig identifiziert werden und in der Aktionskunst verschwimmen die Grenzen zwischen Künstler und Publikum. Der Betrachter wird somit aktiv in das Geschehen und in den Werkprozess mit einbezogen. Das ist vielleicht ganz... ja, hilfreich noch einmal für das Verständnis. Lest den Roman also nicht, wenn euch ein spannender Abenteuerroman vorschwebt. Das wird nicht funktionieren. Als eine potenzielle Polit-Satire, weiß ich nicht, als ein Artistenstück, als ein Kreuzworträtsel, ein Jonglieren mit unterschiedlichen Genres, Motiven und Verweisen und Anspielungen, überhaupt als ein Aufbrechen von Literaturtraditionen jedweder Art, und sogar als eine postmoderne Adaption der Odyssee kann man das Buch durchaus lesen. Damit kann aber auch nur jemand Spaß haben, der für so etwas affin ist. Vielleicht noch ein Wort zu der Übersetzung. Die Dialogsprache war doch sehr derb. So derb, dass ich fand, die war schon grenzwertig. Natürlich war die völlig beabsichtigt, aber auch, dass einige Wörter überhaupt nicht übersetzt wurden. Nicht einmal in einer Fußnote. Man musste eben wissen, dass Kvass ein Limonadengetränk ist oder Parpirossa, eine Zigarettenmarke. Entweder man weiß es oder man schlägt es nach. Ich musste es nachschlagen. Darin sehe ich so einen Übersetzungstrend, einen aktuellen, dass der Übersetzer sich weniger traut einzugreifen, wodurch aber das Lesevergnügen beeinträchtigt wird. Deshalb mag ich diesen Trend nicht. Solche Lücken sollten beim Lesen einer Übersetzung gar nicht erst auftreten. So empfinde ich das jedenfalls. Also, ich habe das Video das Klassische und das Experimentelle genannt. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist das Experimentelle, das ist schlecht. Und dann gibt es natürlich das wunderbare Klassische, das ist gut. Jetzt werde ich wahrscheinlich den zweiten Teil bald noch abdrehen. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie immer, ne? Bis dann.